Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Willkommen zurück hier in Divisions. Ich bin jetzt dabei, die Quest abzugeben, mit Jessica Kendall zu reden. Hey, das sollten Sie sehen. Das werden wir jetzt gleich mal machen. Wir sind gerade erst angekommen und sollen schon wieder weg. Mal eben hier hin. Und reden mit. Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal, draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Kendall. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß, Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erstmal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott, das Arschloch. Ich habe ihn mal an der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde. Ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Ja, mach mal. Ich bin mir schon krank. Dann werden wir auch gleich die medizinischen Flügel mal aktivieren. Aktivieren. Hallo? Ja, mit, achso, zurück ein Stück und dann F drücken. Und zwar werden wir die Klinik uns kaufen. Ja, wir haben 10 Ausbaustufen, dem jetzt Flügel, bla bla bla, benötigt Güter. Genau, und jetzt würde ich das gerne kaufen. Sieht perfekt aus. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich bringe Ihnen eine gute Flasche Wein mit. Als nächstes werden wir. Danke. Ich habe meine Heilfähigkeit. Jetzt werden wir hier. Das hier machen. Das Virenlabor wird nämlich hierfür benötigt. Werden wir als nächstes das hier machen. Dann können wir uns auch mehr Videos machen. So. Mal reinhören, was die anderen so tun. Ja. Was willst du denn da die ganze Zeit hin und her tauschen? Das ist mir scheißegal, oder? Nein, nichts hin und her tauschen. Hey, sehen Sie sich das an? Da sind ja jetzt schon die gesammelten guten Waffen, die ich mir so aufgehoben habe. Ja. Sind da ja schon drin. Nur fangen die im rechten ab Level 12 oder so an, glaube ich. Ja gut. Soll die Frau, ob du sowas überhaupt noch brauchst. Ja, das weiß ich nicht. Ich hab's halt einfach mal so als Sammelsorium, falls man jetzt sich noch nicht festgelegt hat. Was man ja später mal irgendwie. Ich habe auch halt zwei Waffen drin, zwei Level 7er Waffen. Was? Bei mir ist die Kiste voll. Epic. Ja, warst du schon mal denn jetzt hier in der Dark Zone? Ja. Weil nämlich du musst ja Platz in der Kiste haben, weil sonst kannst du aus der Dark Zone nichts mitbringen. Nein, das aus der Dark Zone holst du bei dem Belohnungshändler ab. Normalerweise nicht. In der Beta war es nicht so. Oh ja. Oder hatte ich das aus der Kiste? Aber gibt's. Hat es nicht extra. Ja, das hat doch einen extra Platz. Guck mal, oben rechts, da steht geborgen. In der Kiste. Und da hast du die Ach Sachen, so, was du aus der Dark Zone holst. Okay, 6 Stück. Und wenn du das dann dort abholst, danach kannst du kommt das in dein Inventar und dann legst du das in die Kiste. Und jetzt hat man mal. Am Anfang hat man 6 Slots für. Die Dark Zone. Kannst du dann aber mit den Fähigkeiten oder mit Vorteilen, die du dann freischalten kannst, bei den kannst du das auf 8, also ich habe es jetzt auf 8. Das heißt, du kannst nur 6 Gegenstände in der Dark Zone looten, die du dann abtransportieren kannst. Da kannst du nämlich nicht stundenlang looten. Ja, also du müsstest zwischendurch immer wieder zum Helikopter. Naja. Ja, klar.
Und dann brauchst du auch, sag ich mal, wenn du jetzt was findest. Pass auf, du machst die Kiste leer. Dann machst du so lange die Dark Zone, bis deine scheiß Kiste voll ist. Ja. Mit deinen 30 Sachen. So haben wir es in der Beta gemacht. Und dann gehst du nach Hause und wir konnten den ganzen Scheiß nur verkaufen, weil verschrotten ging. So, an dieser Stelle mache ich mal einen kleinen Cut. Und dann machst du dann die wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir wieder was Produktives tun. Und wir machen kurz weiter. Gucken, was davon grüßen ist. Als nächstes mit der Nachschublieferung und Chelsea Medikamentenlieferung. Ja, es gibt doch auch einfach nur die Hand nach vorn. Ja, das ist bei mir die 6. Ah, alles klar, so, das wollte ich haben. Also ich habe mir die aufs Namp gelegt, weißt du? Ja, ich habe auf Namp auch. Muss kurz gucken, was das ist. Warte, du musst du fressen, der Bastard. Ja, das kann allerdings also immer nur. Irgendwie brauchen. Einer ich krieg trotzdem EP dafür. Ich hab EP gekriegt, ja. Ja, aber die Klamotten oder beziehungsweise die Belohnung, was ja droppen. Weil die droppen oft Kleidungssachen. Eine weiße Schutzmaske, voller Bullshit. Ja, ich weiß. Kosmetische Sachen. Ja. Und hier gibt's die genau. Hier gibt's Werkzeuge. Wir haben zwei Gegner, Gangsters. Klick, klick, boom. Jawohl, da hinten ist Rambo. Bitte, warum bietet denn nicht MP, wenn du sowieso immer vorrennst? Das ist eine MP. Ja, aber ich meine allgemein. Das ist eine MP, die ich gerade in der Hand habe. Ja. Nice. Übrigens Auto Run, falls du es noch nicht weißt, Bloody. Na, ich weiß, aber nutze ich nicht. Wollen wir die Werkplatte machen hier? Nee. Hau rein, Milton. Stirb, du Scheißkerl! Das war ein böser Fehler! Da ist wohl jemand falsch an. Nur gerade den Kopf geschossen. Ich kann dich nicht anschießen. Du hast mir trotzdem den Kopf geschossen. Hey, kosmetische Klamotten. Anpassbarer Rucksack. Mamutze. Bist du eigentlich anwesend, Milton, oder? Ja. Reden nicht so viel. Schien nur gerade nicht so. Er nimmt auf und lässt uns reden. Alles klar. Und hat Angst. Jetzt läuft er weg. Angst um diese Bastard. Ja, ich wollte ihn noch fast jagen. Aha, beißt denn noch jemand? Hier gibt's ein Echo-Signal. Teilen Sie es sich ein, okay? Das Essen gehört jetzt uns! Lasst alles fallen und seht zu, dass ihr Land gewinnt, verdammt! Packt das ein!
Als nächstes geht's zum Garten. Ja, alles klar. So macht man das. Hey. 63 Echos gefunden. Wir lagen gerade 20 Pakete und sind dann verschwunden. Hey, wie wär's, wenn wir alle mal tief durchatmen? Was? Zieh ab, Mann. Gibt's bestimmt irgendwas drin. Ja, kannst du vielleicht jetzt mal auf Bloody warten? Tag. Kannst du nicht einfach immer die ganze Zeit weitergehen, Alter? Ich bin 2 Meter entfernt von ihm, ich sehe ihn doch. Ja. Gehst du nochmal 2 Meter? Das sind 2 Kilometer. Mein Laser übertreibt das ein bisschen mit dem Warten, aber. Er hat auch gar nichts gesagt, oder? Doch. Hab ich gar nicht gehört. Italienisches Restaurant. Gut, an der Stelle werde ich mal wieder eine Pause machen. Was brauchst du denn hier?